Ist es möglich, ohne Kopf zu leben? Manche Lebewesen haben eine solche Superkraft. Eine Kakerlake kann zum Beispiel etwa 3 Wochen lang ohne ihren Kopf auskommen. Und ein abgetrennter Schlangenkopf kann noch etwa 12 Stunden lang funktionieren. Die Wissenschaftler fragten sich, wie andere Tiere auf eine Enthauptung reagieren. Zum Beispiel Säugetiere. Deshalb beschlossen niederländische Wissenschaftler im Jahr 2011, an Ratten zu experimentieren. Zu ihrer großen Überraschung konnten sie tatsächlich die Gehirnwellenaktivität der Tiere feststellen, nachdem sie ihnen den Kopf abgetrennt hatten. Das wirft die Frage auf: Passiert das Gleiche auch mit einem Menschen? Natürlich wurden solche Enthauptungsversuche offiziell nicht an Menschen durchgeführt. Aber es gibt einige Erinnerungen von Augenzeugen an Hinrichtungen mit der Guillotine. Sie könnten helfen, festzustellen, ob das Gehirn auch nach dem Tod noch funktionieren kann. In diesem Video versuchen wir herauszufinden, was passiert mit einem Menschen während der Enthauptung. Ist ein abgetrennter Kopf in der Lage, das Bewusstsein wiederzuerlangen? Und kann ein Mensch eine Enthauptung überleben? Was passiert mit einer Person bei der Enthauptung? Die Guillotine galt lange Zeit als die humanste Hinrichtungsmethode. Und in Deutschland wurde sie zum Beispiel erst vor 44 Jahren verboten. Ihr Mechanismus sollte den sofortigen Tod herbeiführen. Wenn die Klinge durch den Hals geht, durchtrennt sie das Rückenmark und die Blutgefäße. Dadurch stellt das Herz-Kreislauf-System die Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und anderen lebenswichtigen Stoffen ein. Innerhalb von Sekunden hört es auf zu funktionieren. Durch die Enthauptung wurden die Gefangenen also von einem langsamen und schmerzhaften Tod befreit. Aber es gab Fälle in der Geschichte, die uns daran zweifeln lassen, dass die Guillotine so human war, wie behauptet wird. Der Vorfall, der sich ereignete, scheint dies zu bestätigen. Frankreich, 1905. Die Menschen versammelten sich, um die Hinrichtung von Henri Longuil zu beobachten, der zur Enthauptung verurteilt worden war. In Frankreich wurde diese Art der Bestrafung von Sträflingen auch als eine Art von Unterhaltungsveranstaltung wahrgenommen. Als Henris abgetrennter Kopf in den Korb fiel, bemerkten die Leute, dass sich seine Augen weiter bewegten. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder war es ein Todeskampf, oder er kam tatsächlich wieder zu Bewusstsein. Bei dem Experiment der niederländischen Wissenschaftler mit Ratten wurde dieser Moment von einem Elektroenzephalographen aufgezeichnet, den sie an das Gehirn der Tiere anschlossen. Die Messergebnisse zeigten, dass die Hirnaktivität bei Frequenzen der bewussten Ebene aufrechterhalten wurde. Sie dauerte nach der Enthauptung fast 4 Sekunden lang an. Nach etwa einer Minute bewegte sich langsam eine große elektrische Welle durch die Gehirne der Ratten. Es stellte sich heraus, dass eine solche Welle auch in Henris Kopf entstanden sein könnte. Aber was hat das ausgelöst? Unter den Zuschauern von Henris Hinrichtung befand sich auch ein Arzt namens Gabriel Biorot. Er nahm oft aus medizinischem Interesse an solchen Prozeduren teil, aber ohne Emotionen. Aber nicht dieses Mal. Als der Arzt bemerkte, dass das Gesicht des frisch abgetrennten Kopfes zu zucken begann, rief er Henri bei seinem Namen. Da schauten die Augen des Hingerichteten direkt in die Augen von Biorot. Der Arzt rief ihn noch einmal und Henris Augen blickten den Arzt erneut an. Es ist gut möglich, dass Biorot einen emotionalen Reiz gesetzt hat, der die Hirnwellenaktivität des Verstorbenen ausgelöst hat. Aber was wäre, wenn er mit Hilfe zusätzlicher Auslöser sie verlängern konnte? Die Tatsache, dass das menschliche Gehirn auch nach der Enthauptung noch funktionieren kann, wird durch einen anderen seltsamen Fall mit der Guillotine bestätigt. Er ereignete sich während der Französischen Revolution bei der Hinrichtung von einer Adligen namens Charlotte Corday. Nachdem die Klinge die Kehle der Frau aufgeschlitzt hatte, nahm Charlottes Gesicht zum großen Erstaunen des Publikums einen wütenden Ausdruck an und ihre Wangen erröteten sichtlich. Eine solche Reaktion des abgetrennten Kopfes kann durch das Experiment von Robert Cornish, einem amerikanischen Psychologen, erklärt werden. Er erfand Methoden, um den Kreislauf in einem toten Körper aufrechtzuerhalten. Dazu wandte er recht merkwürdige Methoden an. Eine Injektion von gerinnungshemmenden Mitteln und Adrenalin in Kombination mit dem Schaukeln des Körpers auf einem Wippbrett, um das Blut zu durchmischen.
Was hat das mit Charlotte zu tun? Der Scharfrichter entschied, dass die Todesstrafe nicht genug war. Also hob er den abgetrennten Kopf an den Haaren und schlug ihn spöttisch auf beide Wangen. Es kann gut sein, dass die Ohrfeigen als körperlicher Reiz wirkten, der das Mädchen für eine kurze Zeit wieder zu Bewusstsein brachte. Aber was, wenn ein abgetrennter Kopf an einem Körper befestigt wird, während seine Gehirnwellenaktivität weiterläuft? Bislang scheinen solche Operationen unmöglich zu sein, denn in der Chirurgie gibt es keine Möglichkeit, das durchtrennte Rückenmark wieder zu verbinden. Das Problem ist doch, dass es verschiedene Arten von Nervenbahnen hat und niemand weiß, wie sie sich wieder zusammenfügen werden. Michael Saw, ein ehemaliger Chirurg der Mayo Clinic in Minnesota und Herausgeber der Zeitschrift Surgery, erklärte die Unmöglichkeit einer Kopftransplantation am Beispiel, wie sich die Nerven des Arms wieder zusammenstricken. Wenn du dein Handgelenk amputiert und dann wieder angenäht bekommst, ja, dann kannst du deine Funktionsfähigkeit wieder vollständig erreichen. Aber wenn du deinen Arm amputieren lässt, dann wird er nach der Transplantation nicht mehr funktionieren. Und ein lebender Nerv, der im Körper bleibt, der kann nur noch einen Fuß, also 32 cm, wachsen. Das reicht nicht aus, dass ein Kopf nach der Transplantation alle Funktionen wiedererlangt. Aber es gibt einen Chirurgen, der das anders sieht. Er behauptet, er ist bereit, sich sofort auf eine menschliche Kopftransplantation einzulassen. Es handelt sich um Sergio Canavero, den umstrittenen Chirurgen mit seinem zweifelhaften Ruf. Trotz aller Verbote sagt der Arzt, er hat bereits eine Kopftransplantation an einem Affen durchgeführt. Ihm zufolge war die Operation ein Erfolg und das Tier kann sogar laufen. Jetzt ist der Arzt bereit, das Gleiche bei einem Menschen zu machen. Kaum jemand glaubt an den Erfolg seiner Tieroperation. Deshalb waren die medizinischen Fachkreise in den USA und Europa gegen das Projekt. Aber Sergio gibt nicht auf, denn die ersten Herz-, Hand- und Gesichtstransplantationen wurden anfangs genauso wahrgenommen. Er fand sogar einen Freiwilligen, der sich bereit erklärte, die erste vollständige Kopftransplantation vorzunehmen, obwohl das Risiko eines tödlichen Ausgangs der Operation hoch war. Und diese Person war Valerie Spiridonov, ein russischer Programmierer. Er leidet an angeborener spinaler Muskelatrophie, einer Krankheit, die die Muskeln schwächt und Probleme bei der Bewegung verursacht. Aber im letzten Moment lehnte Valerie die Operation ab. Da beschloss Canavero, seinen Plan mit Hilfe von jemandem in die Tat umzusetzen, der sich niemals weigern würde. So verpflanzten chinesische Chirurgen unter der Anleitung des Arztes erfolgreich den Kopf eines Toten auf einen anderen. Sie waren die Ersten auf der Welt, die eine solche Operation durchführten. Die Ärzte schafften es, die Wirbelsäule, die Nerven und die Gefäße zu verbinden. Laut Canavero war dies eine Generalprobe für die Transplantation eines Kopfes auf eine lebende Person. Außerdem hat er bereits einen Preis für die Durchführung dieses Eingriffs festgelegt. Ganze 100 Millionen Dollar. Wenn du also nicht so viel Geld in deinem Sparschwein hast, ja dann sei vorsichtig und pass auf deinen Kopf auf. Aber lass uns trotzdem ein bisschen fantasieren. Was würdest du tun, wenn du dich in einer so unangenehmen Situation wie einer Enthauptung wiederfinden würdest? Mein Kopf wird wahrscheinlich noch 15 Minuten darüber nachdenken, wie ich die Vorschaubilder und die Titel der Videos auf dem Kanal ändern kann, nachdem ich abgeschaltet habe. Was würdest du in einer solchen Situation tun? Schreibe das in die Kommentare!